Einmal über die Brücke. Kapitel 3. Also wenn das Ding nur 15 Kapitel hat, dann geht es aber sehr schnell. Das ist die Schule. Die Schule ist größer als die meisten anderen Häuser, aber ist normal so. Also dann, Herr Direktor und Herr Konrektor. Passen Sie mir gut auf den Kleinen auf. Bleiben deine Minion? Los, stell dich vor. Ho, ho, ho. Ein wirklich ganz reizender Neuzugang für unsere Schulklasse, denn er ist ein Feuertyp und kann die anderen verbrennen. Es ist uns ein Vergnügen, den Bildungsauftrag für Ihren kleinen Schützling anzunehmen. Also dann, meine Herren, ich verkrümel mich jetzt erstmal. Muss Geld dran schaffen. Sei so gut und mach keinen Ärger in der Schule, ja? Einer hat schon einen Unruhestifter in der Klasse. Das genügt mir voll und ganz. Noch mehr Trubel würde nur unseren Schulalltag durcheinander bringen. Aber, Konrektor, guck mal da. Wir sollten das arme Kindchen nicht gleich verschrecken. Aber stimmt es denn, dass wir in unserer Klasse einen Unruhestifter haben? Hold up, Herr Direktor, das haben wir. Dabei könnte das Lehrerdasein so schön sein. Sie wissen genau, wen meiner einer meint. Mein lieber Herr Konrektor, Sie haben doch bestimmt nicht vor, schlecht über unsere Schüler zu sprechen. Guten Morgen, Herr Porenta. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Porenta. Oh, dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Sesokids. Guten Morgen, Herr Porenta. Eine Frage, Herr Lehrer. Warum tragen Sie immer eine Lauchstange mit sich herum? Oh, das ist in meiner Familie eben so Brauch. Oh, so eine Lauchstange ist auch sehr nützlich. Sie ist ideal für den Nestbau, prima zum Verteidigen und hält auch als Notration her. Doch ich schweife ab. Jetzt bitte alle auf eure Plätze, liebe Kinder. Sehr schön, sehr schön. Die Schüler treffen langsam ein. Dann wollen wir dich mal deinen neuen Klassenkameraden vorstellen. Kinder, ich habe eine Überraschung für euch. Begrüßt mir ein neues Klassenmitglied. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde und lernt fleißig zusammen. Das ist doch der von gestern. Nanu, einige von euch scheinen bereits Bekanntschaft mit ihm gemacht zu haben. Unser neuer Freund heißt Einer Wie. Einer Wie ist neu im Dorf und lebt bei Herrn Blanas. FSK 18 gibt's hier nicht. Ich hoffe, dass ihr gut miteinander auskommen werdet. Trampel, trampel, trampel. Ah, ich bin viel zu spät. Pff, tackle. Ah, da ist ja die Unruhestifterin. Oh, tut mir leid, Entschuldigung. Alles in Ordnung mit dir? Oh, du bist es doch. Das Pokémon von gestern. Oh nein, ich. Mir wird schwarz vor Augen. Erster Tag gleich mal im Krankenhaus verbringen. Nanu, wo bin ich? Oh, du bist wieder zu dir gekommen. Du bist im Krankenzimmer der Schule. Du hattest das Bewusstsein verloren. Hydropi hat dich umgerannt. Kannst du dich daran erinnern? Aber es scheint dir ja wieder besser zu gehen. Das freut mich. Ich bin? Mein Name ist Ordoch. Das ist so die Chanera-Version der vierten, fünften Generation. Das hat eine Mega-Entwicklung. Ich bin die Dorfärztin, helfe aber gelegentlich auch als Schulärztin aus. Dorfärztin hat man nämlich nicht so viel zu tun bei nur 20 Einwohnern.
Du wirst mich hier in Zukunft also öfter sehen. Die anderen sitzen alle brav im Unterricht. Nimm bitte auch am Unterricht teil, sobald du dich wieder fit fühlst, einer wie. Ich fühle mich nicht fit, ich klau dir erstmal ein Elixier. Ich fühle mich gar nicht fit, ich fühle mich gar nicht fit. Verdammt, ich wollte nicht raus. Letzten Endes also, fing Georock damit an, Voltilam zu zählen, um endlich einschlafen zu können. Ein Voltilam, zwei Voltilam, drei Voltilam, vier Voltilam, fünf Voltilam, sechs Voltilam. Oh, da kommt einer wie. Wie, was, wo? Ich bin nicht eingeschlafen. Alter, wie? Du bist endlich aufgewacht. Ist alles in Ordnung mit dir? Tut mir leid, dass ich dich umgerannt habe. Ich muss das erbitten, Kinder. Wir sind mitten im Unterricht. Hier wird nicht einfach der Platz verlassen. Oh, Entschuldigung, Herr Porenta. Fühlst du dich wieder gut genug, um am Unterricht teilzunehmen, einer wie? Sehr schön, dann nimm bitte Platz. Neben Hydrophil ist noch ein Platz frei. Hey, den Blick stets nach vorn richten, wenn ich bitten darf. Jawohl. Fein, dann fahre ich jetzt mit dem Text fort. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, hier geht's weiter. 7 Voltilam, 8 Voltilam, 9 Voltilam, 10 Voltilam. Wenn das in so einem Textbuch so dran steht, in der Pause. Nochmal vielen Dank wegen gestern. Wir stehen tief in deiner Schuld, einer wie. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Moment mal. Was genau hast du denn gemacht, einer wie? Du bist gerade erst angekommen und schon so beliebt. Pah. Was für Schwachköpfe. Du, Pampan. Ich hab da eine Idee. Na, sind Schluthelm. Dann pass mal auf. Flüster, flüster. Flüster, flüster. Du hast gar nichts gesagt. Ich mag es aber, Leute, flüster, flüster zu sagen. Und so ging der Schultag zu Ende. Und nach dem Unterricht schalten wir das Mistlicht an. Ja, meine Füße. Wäre dich doch an die fand den Schalter nicht. Nach dem Unterricht. Auf Wiedersehen, Herr Porenta. Ja, bis morgen. Bis morgen, Herr Porenta. Kommt gut nach Hause, Kinder. Hey, Anui. Lass uns zusammen nach Hause gehen. Yippie! Tut mir leid, dass ich gestern mit der Führung über den Aufplatz nicht geklappt hat. Das war echt unhöflich von denen, mich einfach so zu unterbrechen. Ja. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wollen wir es heute nochmal probieren? Was sagst du da? Du hast dir schon fast alles allein angesehen. Verstehe, schade. Aber warte mal, ich hab's. Ich kenne da einen ganz, ganz tollen Ort. Den hast du bestimmt noch nicht gesehen. Ein ganz, ganz toller Ort? Genau. Das ist das schönste Fleckchen Erde, weit und breit. Was sagst du, wollen wir gleich mal dort vorbeischauen? Sollst du einen ganz, ganz tollen Ort gehen? So ist das Leben eines Pokémons. Strange. Du musst doch wissen, wie viele AP du hast. Dass du nach 12-mal Nutzen deines Feuerballs nicht mehr einen Feuerball machen kannst. Ehrlich? Du kommst wirklich nicht.
Toll! Das freut mich total! Dann lass uns keine Zeit verlieren. Los, immer mir nach! Nicht so schnell. Hey, nicht so schnell, habe ich gesagt. Wieso? Was gibt's denn? Wir haben es gerade ein bisschen eilig. Mit dir redet hier niemand. Mit dir redet hier niemand. Wir wollen mit einem Wie sprechen. Und auf eine Wie. Deine Aktion im gruseligen Wald gestern war zwar nicht übel, aber... Was? Eine Wie war gestern im gruseligen Wald? Halt die Klappe. Die Sache hat nichts mit dir zu tun. Also halt dich gefälligst raus. Oh. So, zurück zum Thema Anime. Bitte bloß nichts auf die Sache im gruseligen Wald ein, kapiert? Kapiert? Hier gibt's einen Ort, der tausendmal gruseliger ist als dieser blöde Wald. Blöder Wald. Ich krieg die Stimme nämlich nicht so gut hin. Was? Echt? Wo? Sag schon, wo? Fast hätte ich's vergessen. Du hältst dich ja für das größte Forscher aus. Lustig. Aber vergessen wir die kleine Nervensäge. Ich erkenne dein Können erst an, wenn du diesen Dungeon meisterst. Na, was sagst du? Traust du dich? Und ob, ich bin dabei! Wie oft denn noch mit dir redest, Kano? Es ist von der Sorte, egal ob du mit mir redest oder nicht, solange ich höre, redest du mit mir. Ja, genau. Genau so. Klu, Manda. Ich habe einen Titel in theoretischer Physik. Ja, Glumanda. Ich glaube auch, dass diese Aufgabe in theoretischer Physik eine schwere Sache für einen 10-Jährigen ist. Spielstand war so gespeichert. Vergiss nicht, ab und zu eine Pause einzulegen. Oh, wir sind bei 2 Stunden sogar schon. Das ist der Ort, von dem du geredet hast? Das Rotumhof-Bergwerk? Genau! In dieser Mine arbeitet eine Gruppe Rotumhof. Das Bergwerk ist außerdem ein mysteriöser Dungeon. Irgendwo dort drin teilt sich der Weg in 2 Tunnel. Der rechte Tunnel führt in eine stinknormale Mine. Aber der linke Tunnel ist der Durchgang verboten. Ich will, dass du mir ein paar rote Steine aus dem linken verbotenen Tunnel bringst. Uff, klingt ganz schön kompliziert, aber ich glaube, ich hab's verstanden. Er soll dir also nur ein paar rote Steine bringen, richtig? Bingo! Wenn einer wieder schafft, hat er in meinen Augen echten Mumm bewiesen. Ich habe das übrigens schon längst geschafft. Für mich ist das alles Pipifax. Wow, ohne Witz. Da musst du ganz schön was drauf haben. Tja, das kannst du laut sagen. Hey, alles erstunken und erlogen. Wenn die wüssten, was ihren Freund da drin erwartet, hey. Nur eine Frage. Was erwartet ihn in diesem verbotenen Tunnel? Soll ich das wirklich verraten? Du hast recht. Sag nichts. Es ist viel spannender für einer, wie wenn er es selbst herausfindet. Alter, was soll das? Was? Wer packt denn? Hä? Kluge Entscheidung. Puh, das war klar. Also gut, einer, wie, lass uns gehen. Legen wir uns ins Zeug. Moment mal, du. Wer hat gesagt, dass ihr zusammen gehen dürft? Moment, Pam Pam. Kann ich mal kurz mit dir reden? Was ist los? Tusche. Das ist die Gelegenheit. So können wir Zidobi die kleine Nervensäge gleich mit vom Hals schaffen. Flüster, verstehe. Gute Idee. Alles klar. Wir können zusammen gehen. Bringt uns ein paar rote Steine.
Okay, nein, nein, das ist... Nein. Und jetzt verstehe ich. Sieht so aus, als müsste der ganz, ganz tolle Ort noch ein bisschen warten. Komm, gehen wir. Warum nochmal wollen wir dass dieses Pampa man schmeckt? Hoppla! Was wollt denn ihr zwei denn hier? Ins Berge? Du bist doch dieses ungezogene Kleine aus dem Dorf. Diese ungezogene Kleine. Wir graben da drin nach Mineralien. Kindern ist der Z zu dritt strengstens untersagt. Achso, entschuldigt bitte. Tja, einer wie. Dann müssen wir uns eben irgendwie an ihnen vorbeischleichen. Sie wollen sich an uns vorbeischleichen? Die Kleine weiß schon, dass sie gerade alles mitgehört haben. Das ist ja ohne. Keine Panik. Wir sorgen dafür, dass sie nichts mitkriegt, wenn die anderen nicht vorbeischleichen. Wie? Wo? Was? Wir müssen übrigens nicht sofort los, wenn du nicht bereit bist. Dieser Weg führt direkt zurück zum Dorfplatz. Wenn du dich erst noch mit Items eindecken willst, ist das also gar kein Problem. Wie sieht's aus, Anna? Bist du bereit, mit mir ins Bergwerk unsicher zu machen? Ja, machen wir das noch. Klasse, dann kann's ja losgehen. Die wollen doch nicht etwa das Bergwerk betreten, oder? Aber wenn doch, müssen wir sie aufhalten. Hey, ihr da, schaut mal dort oben. Wo kommt denn plötzlich dieser Apfelbaum mit all den leckeren Früchten her? Die Kleine etwa. Wir werden aus so einem billigen Trick reinfallen. Sie glaubt offenbar, mit Essen könnte sie uns dran kriegen. Wie dann hält sie uns aber? Ein kurzer Blick kann nicht schaden. Juhu, eine wie, das ist unsere Chance. Oh, das ist ja wirklich nichts. Das war ja klar. Irgendjemand muss sie aufhalten. Na schön, dann kümmere ich mich eben um die beiden. Mal los. Hey, oder? Ups. Und was machen wir jetzt? Am besten tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Perfekter Trick. Wenn du ankündigst, dass du dich reinschleichst, dann glauben sie dir nichts. Abenteuertipp. Im Menü kannst du unter den Optionen Attackeneinstellungen festlegen, welche Attacke deine Mitstreiter einsetzen sollen. Attacken mit dem X-Symbol werden nicht von ihnen eingesetzt. Attackeneinstellung. Hit Ropey. Achso, entsperren. Heuler lassen wir mal weg. Ja, den Rest kann sie einsetzen. Okay, okay, mal gucken. Machen wir mal einen Biss. Oh, hat verfehlt. Ahaha. Wenn du nur noch wenig KP hast, kannst du zum Beispiel eine Siedelbeere essen, um deinen Teil davon wiederherzustellen. Besitzt du solch eine Beere, öffne X. X. Ich glaube, ich sollte... Ich sollte was essen. Moment, die hat. Puh, gut. Die hat nichts. Ich dachte, die hat nur 10. Stand zumindest 10 drin. Wichtig ist aber, dass wir diesen Heuler los sind. Moment. Okay, das war nicht hier, das war irgendjemand an der Wand.
So, ein Biss. Juhu! Und eine Wie hat wieder ein Level up. Um eine neue muss eine alte vergessen werden. Was können wir lernen? Wir lernen Glut. 4 Felder in Blickrichtung. 2 Felder in Blickrichtung. Also Glut ist wesentlich schwächer. Und auch ungenauer. Hat aber mehr Ladung. Versetzt den Gegner manchmal in den Zustand Brand und fügt ihm dadurch stetig mehr Schaden zu. Entschuldigung. Kratzer und Glut schenken sich nicht viel. Vergessen wir mal Kratzer. Weil Feuerattacke und so. So, Verteidigung und 2, Spezialangriff um 1, Spezialverteidigung und Initiative. Das ist sehr effektiv. So, diese Kamaup. Wow, wir werden echt belagert. So, dann machen wir mal das. Oh, das sieht nicht gut aus, muss ich sagen. So, dann machen wir mal die Drachenwut, um das Ding wegzumachen. Ah, die Drobi hebt die Dinger automatisch auf. Wir haben ein Tragosso, das ist...